Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer etwas späteren Folge, weil irgendwie, war ich zumindest der Meinung, habe ich aufgenommen, aber ich habe scheinbar nicht aufgenommen und so sind drei Folgen oder sowas verschwunden im Nichts. Aber, na gut, das hat natürlich einen Vorteil. Es gibt ein paar neue Dinge, die hier passiert sind. Zum Beispiel, das zeige ich nur mal ganz kurz, hier im Lager, da ist jetzt eine Baustelle. Ruhe, Katze, Ruhe. Hier geht es jetzt runter und, ich zeige es kurz. Hier geht es dann runter in diesem Lagerbereich hier unten. Und hier sollen dann so alle Steinsachen, alle Sachen, die so schwer und grob sind, gelagert werden. Aber das ist heute nicht unsere Aufgabe. Wir werden uns heute darum kümmern, dass es weitergeht an der Apotheke. Wobei, wir müssen mal gucken, ob... Ach genau, der Elysion und ich haben nämlich oben am... Am Erntesilo haben wir ein bisschen was gemacht. Mietz. Psst. Wahrscheinlich will die Mietz zu der anderen Mietz, ne? Hier haben wir nämlich die Bewohner mal ein bisschen frisch gemacht und der kann jetzt hier auch ernten. Und ich glaube, der erntet jetzt sogar. Und schmeißt dann hin. Ich habe hier zwei Betten hingestellt. Ja. Dann ist es ja auch so, ne? Ja, der erntet auch fleißig. Da war es ein eiserner Kern, okay. Der erntet auch anständig und der hier natürlich auch, oder? Er gibt sich zumindest Mühe, glaube ich. Bist doch ein Bauer, ne? Ja. Ein Bauergeselle sogar. Ne? Hab leider nichts. Sonst zieh mal den Hut höher, dann siehst du mehr. Was gibt's? Eine Minzekatze. Was macht die Katze da? Kusch! Weg mit dir! Kusch, kusch! Nee, du sollst nicht hierher. Du bist aber eine süße Mietz. Ich hole mir Fisch. Du magst bestimmt Fisch, oder? Ja. So viel dazu. Ich habe überlegt, ob wir vielleicht hier Büsche hinmachen. Dass das hier mal ein bisschen abgeschirmter ist. Wir haben ja genug von... Also theoretisch diese Büsche hier, ne? Diese hohen Gräser. Das würde, glaube ich, ganz nett aussehen, oder? Jo. Fisch wollte ich holen. Ja, Fridolin, ne? Achso, du bist eine Frau. Okay. Hast du... Ich brauche keine Angel mit Haltbarkeit und Glück. Ich brauche normalen Fisch. Ja, Kabeljau. Nehmen wir Kabeljau. Der ist bestimmt lecker. Ja, ich bringe den Rest wieder. Mietzekatze, komm her. Mietz, Mietz, Mietz. Nun zier dich nicht so. Bist du denn? Da. Mietzi. Komm. Psst, 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 psst. Ja, du brauchst gar nicht so leise miauen. Komm her. Komm her. Ach, hier können wir den Dings, ne? Die Treppe können wir machen. Ja, komm. Ja, komm. Mietzi. Mietzi? Komm. Ja, jetzt hat es gecheckt. Jetzt hat es mitbekommen, dass ich Fisch in der Hand habe. Das schmeckt dir, ne? Ja? Noch ein? Komm mit. Jetzt bist du nicht mein Mietz, ne? Komm her hier. Wie nennt man dich? Oh, schnurst sogar. Komm mit. Tja, Mietz haben wir ja schon. Wie nennen wir denn die? Bleibt die denn schon wieder? Katze? Ich
Ja, was ist mit dir? Kommst du jetzt? Mann. Die tuckelt hier lang. Hat bestimmt Knochenschmerzen oder so. Lidschat kann ich in der Zeit mal aufstellen. Ach ja, na komm. Wie soll ich das machen, dass du denn hier nicht raus? Ja, auf zu schnorren, komm mit. Was hast du fein gemacht? Guck mal, Mietz, ich hab einen Kumpel hier für dich. Mietz? Mietzi, komm. Na komm. Na, mögt ihr euch? Ja, ihr mögt euch. Und gleich ein Kind gemacht. Naja, wie Katzen so sind, ne? Die will gar nicht weg von der Mutti. Sieht aus wie eine Mutti oder ist der Fati? Ich weiß es gar nicht. Egal, den Rest für springen wir jetzt weg. Tja. Zack. Und dann basteln wir uns mal ganz... Oh, ich habe 30 Level, das ist ja schön. Dann bastel ich mal ganz schnell ein paar Namensschilder, beziehungsweise ein Namensschild. So, die haben wir hier beim... Na, hier bei dem, genau. Und dann gehen wir hier ran. Nee. Wir machen erst... Ja. Wir machen erst einen auf den hier. Hört mal. Das hier. Hier aber zu verzaubern. Eine Angstzeitbarkeit. Ja, gut, gib her. Zack. Effizienz ist gut. Und Behutsamkeit, das ist natürlich Mist. Wir brauchen bald neue Bücher. Stärke 2 und Schutz 1, ja komm. Stärke 2 geht schon. Schärfe 2 können wir auch mal nehmen. Schnellladen ist super. Es ist, ja. Harpune 3. Durchschuss 1. Achso, jetzt habe ich kein Lapis mehr. Na gut. Packen wir die Bücher wieder hier rein. Und packen hier die Bücher rein. Und dann können wir doch noch ein Namensschild machen. So, und dieses Namensschild nennen wir... Kann ich das jetzt hier reinpacken, oder was? Ah, ja. Dann nennen wir die Katze... Mir den Namen groß oder klein? Machen das hier mit diesen Strichen da vorne, dann haben wir wenigstens so ein bisschen. Wir nehmen es klein. Dann können wir das hier gleich auch nochmal verändern. So. Also, los geht's. Dann geben wir denen ein neues Namensschildchen um den Hals. In dieser Verbindung muss das lesen. Erst das. Und dann das. Das, das. Aha. Jetzt bist du so, ne? Sitz. Und dich nennen wir so, ne? Ja. Du hast noch keinen Namen, weil du kriegst aber noch einen. Versprochen. Lang könnt ihr hier, könnt ihr euch ein bisschen zusammen schmuseln. So. Also, was wollten wir machen? Wir wollten bei der Apotheke wollten wir weitermachen, ne? Na klar. Da müssen wir ein paar Regale bauen. Und da habe ich auch schon ein paar Ideen.
Dafür brauchen wir, ich möchte schöne helle Regale haben. Sowas. Ah, komm, den brauchen wir mit. Und das hier können wir auch mitnehmen. Und dann brauchen wir nämlich hier was ganz Spezielles. Wir brauchen die Birkenholz-Falltüren. Zwei, vier, sechs, acht, zehn. Das klingt gar nicht so gut da unten. Och, hier, was ist denn hier los? Ist aber ein schneller Ganove. Mal ein bisschen ausleuchten. Ich habe ja nämlich schon weitergebaut. Alles von Fledermäusen, das gibt's ja gar nicht. So, wir müssen mal gucken, wie das Ganze jetzt hier unten eigentlich aussieht. Ach, ich komme ja hier gar nicht hin. Ja, die Kanalisation, die wächst und wächst und wächst und wächst. Da bin ich off-screen am Bauen. Dauert natürlich noch ein bisschen, bis das hier alles fertig ist und spruchreif ist. Also, ja. Drei solche Dinger, ja, ich fass ja nicht. Sind ja nicht im Fledermaustal. Ich will hier raus, hallo, danke. So. Wo waren wir denn? Genau, beim Falltüren hier, ne? Falltüren und die und so und ja. Und überhaupt. Ich habe ja gesagt, ich möchte gerne irgendwie hier so Regale haben. Das heißt, wir könnten jetzt sagen, wir nehmen... Ja, Knorr, wir machen das voll. So, nee, so ist blöd. So. So. So, ja. Zack, zack und zack. Schwupp, schwupp und schwupp. Dann könnten wir. Warte mal. Nee, das ist doch irgendwie blöd. Ich kann die doch auch so machen, ne? Das ist viel besser. Gut, ich kann da natürlich keine Kiste mehr reinstellen, ne? Ja gut, dann ist es doof. Dann machen wir daraus so eine kleine Regale, ne? Sowas wie eine Vitrine. Da stellen wir Kisten drauf. Und das gleiche machen wir auf dieser Seite auch. Eins, zwei. So. Dann haben wir da links und rechts ein schönes Regal stehen. Hab ich Kisten hier? Drei. Drei Truhen, das ist natürlich sehr wenig. Die hier brauchen wir. Das können wir dann mitnehmen. Hier haben wir noch Truhen. Achso, das wird dunkel, ne? Müssen wir schlafen. Komm, wir schlafen in der Lauseratz. Brauchen wir kein Bett aufstellen. Und ich muss die Betttexturen ändern, ne? Gar nicht alleine? Doch. So. Ja. Jetzt können wir natürlich sagen, wir packen hier die Truhen hin.
Oh, drei so eine schönen Kisten. Wir könnten... Nee, oder? Nee. Nee, nee. Wir könnten aber sagen, wir machen das so. Und dann... So, was ist hier los? Ja, so gefällt mir das ganz gut. Zack, zack und zack. So, dann haben wir da zumindest schon mal ein Regal. Dann könnten wir, wenn wir das möchten, hier so vielleicht eins hinstellen. Oder in der Mitte so einen kleinen Tisch für so, keine Ahnung, so Grabbelsachen halt, ne? Wer schleicht denn hier rum? Oh, du siehst aus wie ein Baum, du brauchst mal... Bleib mal lieber drin. Du willst nicht? Na gut. So. Aber warum ist der da jetzt gespawnt? Ist hier keine Lampe? Ach nee, wir haben noch gar keine Lampen eingebaut. Müssen wir auch noch machen. Ach, wir müssen so vieles. Zum Beispiel hier. So eine Luken anbauen. Zack. Ja. Und dann brauchen wir noch einen schönen Rezeptionisten. Oder eine Rezeptionistin. Das hier können wir mal ändern. Die mal weg. Ja, weg und weg. Und da setzen wir schöne Glowstone-Lampen rein, oder? Erstmal wieder runter. Tür zu. Hätte ich vielleicht jetzt nicht machen sollen, aber okay. So. Dann wäre das doch eigentlich so. So. Hätten wir da so einen schönen kleinen Grabbeltisch. Könnten wir auch so verzieren, ne? Nee. Lieber nicht. Stellen wir da eine Kiste drauf. Und schreibe vorne ein Schildchen mit, keine Ahnung, Sonderangebot oder so. So. Da können wir dann halt so, was weiß ich, für Sachen reinbringen, ne? Irgendwelche coolen Getränke. Beleuchtung brauchen wir natürlich hier noch sehr, sehr viel. Da würde ich, glaube ich, auch dann, ne? Glowstone nehmen, ja, ne? 1, 2, 3. Warte mal, wir können direkt hier drüber einen machen. Wir können direkt hier drüber einen machen. Zack. Und hier drüber. Dann vielleicht sogar noch. Nee, da ist blöd, ne? Das passt nicht. Hey, wieso passt das nicht? Ach so. Habe ich falsch gebaut, ne? Ja, ist klasse. So. So, und dann passt es auch mit dem Nachbarn, ne? Hier hinten brauchen wir natürlich auch noch Beleuchtung. Das wäre dann ähnlich wieder wie hier. Zack. 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 Zack.
Zack. Und dann ist hier zumindest alles schon mal ausgeleuchtet. So. Mache ich den Glowstone? Glowstone habe ich hier drin, ne? Genau. Den Rucksack habe ich auch wieder gefunden. Der war nämlich da versteckt. So. Huch. Ach, der hat gar keine Behutsamkeit hier, ne? Mist. So, dann können wir auch die Fackeln wegnehmen, theoretisch. Und auch praktisch, ne? Ja. Gucken wir mal, Lichtlevel, oh, 7. Ah, da kommt ja eh ein Regal hin, aber hier ist 7. Gut, das heißt, wir müssen definitiv die drei Ecken müssen wir dann mit mehr Beleuchtung machen, ne? Licht haben wir, achso, die kann mal weg. Licht haben wir hier. 5 sogar nur. Oh, das geht gar nicht. Das heißt, wir brauchen mehr Beleuchtung. Wir könnten theoretisch. Nee, das geht nicht, ne? Kann man da eine Lampe da anhängen? Nee. Dann müssen wir das so machen, dass wir da so eine Lampe dran kriegen. So. Und so. Vielleicht da so. 1, 2, 3, 4. Ist denn das nötige Level erreicht an Licht? 12, 10, 9, 12, 10, 9, 12, 10, 9, 12, 10, 9, ja. Gut, hinten natürlich. Also bräuchten wir hier auch so eine Lampen. So. Und so. Dann passt es aber, oder? 12, 11. Hier vorne sind 7, hier sind 7. Ja. Das heißt, wir brauchen hier auch noch Beleuchtung. Gut, man kommt ja hier rein. Dann könnte man sagen, man macht dort und dort eine. Dann holen wir nochmal welche. Haben wir welche hier? Ja, haben wir. So und so. Theoretisch ist das falsch, ne? Wir müssen die einen weiter rüber machen. Zack, nämlich da. So, und was ganz wichtig ist, wir brauchen auch ein anderes Musikstück. Wir brauchen das hier. Da vorne ist die Werkbank. Und schon wieder viel zu lange, 5 Minuten schon wieder überzogen. Okay, dann machen wir es jetzt noch fix. 2, zack, zack, zack. Und dann ist Feierabend hier für heute, ne? So, ist das dann so richtig? Genau. Zack, dass da so Luken drin sind, dass diese beiden Fenster hier geschlossen werden können. Ja, damit ja keiner einbrechen kann oder hier reingucken kann und kann sagen, schlagen wir die Scheibe kaputt und gehen da rein. Nee, nee, das wollen wir ja nicht. So, dann würde ich sagen, von dieser Stelle vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, tschüss.